Hallo zusammen, Dominik von fkfilme.de. Dass ihr mich vielleicht etwas schlechter seht, liegt vielleicht daran, dass dieses Display, über das ich gerade zu euch spreche, etwas mehr spiegelt, was aber kein Problem ist, denn genau darum soll es auch in unserem Video gehen. Spiegelungen, Reflexionen und wir möchten euch auch ein positives Beispiel in diesem Kontext näher bringen, und zwar Samsungs Ultra Black Elite Anti-Reflexionsbeschichtung. Viel Spaß mit dem Video! Die meisten TV-Geräte stehen im lichtdurchfluteten Wohnzimmer und das ist auch der Grund, wieso wir uns drei TV-Geräte nicht in irgendein Testlabor, sondern wirklich in unser Wohnzimmer gestellt haben, damit wir hier die Geräte unter normalen Bedingungen vergleichen können. Das wäre zum einen auf der linken Seite der LG E9 OLED TV mit einem eher glossy, also glänzendem, glatten Display ohne zusätzliche Reflexions- oder Antireflexionsschicht. In der Mitte steht Samsungs QLED-TV Q90T aus diesem Jahr mit der besagten Ultra Black Elite Antireflexionsbeschichtung. Und der letzte im Bunde ist auf der rechten Seite der Sony XH90 LCD-TV mit einem eher matten Finish, aber auch ohne Antireflexionsschicht. Alle drei TV-Geräte sind über ein baugleiches HDMI-Kabel an diesem HDMI 2.0 Splitter angeschlossen, der wiederum seine audiovisuellen Signale von unserem Apple TV 4K erhält. Im Wohnzimmer haben wir aktuell eine Helligkeit von um die 240 Lux. Es ist Anfang Oktober und meist bewölkt. Ab und zu kommt mal die Sonne raus und dann kann die Helligkeit auch mal schnell in kürzester Zeit variieren und bis zu 2000 Lux oder vielleicht sogar darüber erreichen. Bedeutet, die Umgebungsvoraussetzungen für diesen Vergleichstest sind dann doch eher milde, aber reichen immer noch gut aus, um euch die Vorteile einer guten Antireflexionsschicht näher zu bringen. Für unseren ersten Test nehmen wir einfach das Ringlicht unserer Kamera zu Hilfe, flashen dies einmal komplett auf 100% Leistung und dimmen dieses wieder ab. Hier beim ersten Modell, dem LG OLED TV E9. Das gleiche dann auch beim Samsung QLED TV Q90T aus diesem Jahr mit Ultra Black Elite Antireflexionsbeschichtung. Hier kann man auch sehen bei voller Leistung, wie das Licht auch zur Seite abgelenkt wird. Und das gleiche auch nochmal beim Sony XH90 LED TV mit Direct LED mit einem matten Finish des Displays, welches das Licht, wie man hier sieht, wirklich alle Richtungen komplett gleich verstreut. Dass die Stärke der Reflexionen nichts mit der Position zu tun hatten, zeigen wir in diesem Test. Wir haben alle drei TVs auf TV-Boards mit Rollen aufgebaut und hier schieben wir jetzt gerade den Sony XH90 zur Seite. Aktuell hatten wir wirklich ganz 1, 2, 3 Minuten etwas Sonnenschein. Hier haben wir dann den LG OLED TV, wo man immer noch gut das Ringlicht und die Reflexion des Fensters sehen konnte. Und den zur Seite geschoben kommt der Samsung QLED TV Q90T zum Vorschein und hier ist jetzt zumindest in der Aufnahme und auch subjektiv fast gar nichts mehr von den Reflexionen zu sehen. Den gleichen Test haben wir nochmal gemacht, hier Samsungs Q90T Modell mit der Ultra Black Elite Anti-Reflexionsbeschichtung. Man kann das Fenster und das Ringlicht erahnen, aber hier im Vergleich der XH90 mit mattem Display von Sony, da wird auch auf einmal die ganze Umgebung im Hintergrund, Tisch und was auch alles da steht, Stühle, wird alles weitaus deutlicher sichtbar. Und der dritte an der hintersten Position diesmal, der LG OLED TV E9, und wenn wir den zur Seite schieben, dann sehen wir erstens diese leichte
Violettfärbung. Man hat immer noch sehr viele Details im Hintergrund und ja, einfach ohne Antireflektionsschicht. Das gleiche nochmal in einem Abendszenario mit einer künstlichen Lichtquelle mit ca. 10 Lux. Hier sehen wir den LG OLED TV. Die Reflexion ist auf jeden Fall gut erkennbar. Der Sony auch sehr gut erkennbar, aber er nimmt noch etwas mehr mit von der Umgebung. Und Samsungs Ultra Black Elite Anti-Reflexionsbeschichtung ist hier deutlich besser. Um unsere Beobachtungen auch mit Zahlen unterlegen zu können, haben wir unser Ringlicht 30 cm entfernt vom TV aufgebaut, hier beim LG OLED TV, und messen hier mit dem Luxmeter, was zurückgeworfen wird. Hier sind wir bei ca. 130 Lux. Beim Sony sind es schon über 240 Lux, was auch unsere subjektiven Beobachtungen bestätigt. Und zuletzt noch der Samsung QLED TV Q90T mit der Ultra Black Elite Antireflektionsbeschichtung. Ich habe das Luxmeter dann auch noch etwas in verschiedene Richtungen und Seiten gedreht, damit ihr sehen könnt, hier kommen wir nicht mal über die 100 Lux. So, das war unser Vergleichsvideo. Wir finden, dass das Thema Reflexionen in Tests oft keine ausreichende Gewichtung erhält. Auch wir bei 4kfilme.de werden diesen Faktor, der die Bildqualität maßgeblich beeinflusst, in Zukunft näher in den Fokus rücken. Es kommt immer wieder zu Fehlkäufen, weil ein TV, der im Test vielleicht noch als sehr gut oder sogar als Referenz bezeichnet wurde, im alltäglichen Situationen überhaupt kein zufriedenstellendes Bild liefern kann. Ganz einfach, weil das Display zu sehr spiegelt. Samsungs Ultra Black Elite Anti-Reflexionsbeschichtung, welche bei den 4K QLED TVs ab der Q84T Serie, den Q90T und Q95T Modellen und den 8K QLED Geräten Q800T und Q950T zum Einsatz kommt, liefert in diesem Kontext eine absolut überzeugende Lösung für dieses eigentlich alte Problem. Deshalb erhalten die bereits von uns getesteten QLED-TVs, der Q90T und der Q95T, als erste Fernsehgeräte überhaupt unseren Award für eine sehr gute Entspiegelung. Alle TV-Geräte, die mit diesem Award ausgezeichnet wurden oder noch ausgezeichnet werden, findet ihr auch in unserem Special, welches wir euch in der Beschreibung des Videos verlinkt haben. Ich hoffe, wir konnten euch etwas für das Thema Spiegelungen und Reflexionen sensibilisieren und möchten euch darum bitten, diesen wichtigen Faktor auch in zukünftige Kaufentscheidungen einfließen zu lassen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren YouTube-Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar unterhalb dieses Videos. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video.